Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, das große Theater um die Citytax oder passender wäre vielleicht die große Lüge um die Citytax. Gestartet ist die ganze Geschichte ja mit der Idee, Berlins Strand ist die Kultur. Daher wäre eine Kulturtaxe sicher gewesen. Das hat sich nicht durchgesetzt. Dann tauchte die Citytax auf. Große Versprechen für die Aufstockung im Bereich der Kultur wurden in Aussicht gestellt von der Koalition. Die Ernüchterung folgte auf dem Fuß. Trotz genauer Kalkulation der potenziellen Mehreinnahmen wurden die Bereiche Kultur, Sport und Tourismus mit einem Platzhalter von 1.000 Euro im Haushaltsentwurf abgespeist. Wir erinnern uns gut daran. Die Frustration unter den Kulturschaffenden war groß. Der Senat verteilte weiter Trostpflaster. Dann kam es zum großen Showdown. Und dieser hätte nicht hinterhältiger inszeniert werden können. Die Entscheidung der Koalitionsfraktion bei den letzten Haushaltsberatungen war ein klares Nein zur Verwendung der Steuermehreinnahmen aus der Citytax für die Bereiche Kultur, Tourismus und Sport. Ja, meine Damen und Herren, auch Herr Schneider von der SPD, wir wissen es genau, Steuermehreinnahmen oder Steuereinnahmen können nicht zweckgebunden werden. Umso unverständlicher finden wir, dass es nun Haushaltstitel in diesem Zusammenhang gibt, die gesperrt werden sollen. Das verstehen wir dann auch nicht. Und eine Begründung, warum Sie diese Haushaltstitel sperren, haben Sie bis heute nicht geliefert. Und daher haben wir diesen Antrag gestellt, gemeinsam mit den Piraten. Und es war absehbar, dass das Hotel- und Gaststättengewerbe gegen die Citytax klagt. Denn das Projekt war von Anfang an vom Senat schlecht kommuniziert. Sie haben das Hotel- und Gaststättengewerbe vor den Kopf gestoßen in den Verhandlungen. Die hätten die Abgabe mitgetragen, aber die Citytax in ihrer Form nicht. Doch. So, jetzt mit dem Nachtragshaushalt haben Sie eine Korrektur vorgelegt. Das freut uns. Aber meine Damen und Herren, wollen wir uns als Haushaltsgesetzgebende wirklich von laufenden Klagen